Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Meine lieben Freunde, wie ihr sehen könnt, sehe ich ein bisschen anders aus. Und es sieht auch insgesamt hier in meiner Hütte ein bisschen anders aus. Ihr seht, dass dieser ganze Müllhaufen hier vorne weg ist. Den habe ich jetzt einfach mal weggeräumt und verkauft. Genauso, also ich bin zur Krabbe gegangen und habe dort die ganzen Sachen verkauft. Und ihr werdet gleich das Ganze am Goldstand sehen, das ist echt krass. Alles, was ich doppelt und dreifach hatte. Ich habe alles in Reihen Hilado reingepackt hier, außer so, was ich so oder so liegen lassen möchte. Diese Bücher habe ich hier liegen gelassen. Ich habe die Bücher hier weggenommen. Die sind, glaube ich, in Reihen Hilado drin. Die teuren Bücher sind im anderen Haus drüben. Ich zeige euch das jetzt mal alles in dieser Folge. Ist auch nicht so viel. Der hat natürlich noch ein bisschen was drin. Ne? Der hat hier noch so jede Menge Ausrüstung und so weiter, die ich noch im Laufe des Let's Plays wahrscheinlich dann in einer Spulfolge oder so irgendwo hinlegen werde. Dekorieren werde. Die Sachen hier werde ich nochmal irgendwann verkaufen demnächst. Aber ich hatte keine Lust, da nochmal hinzulaufen. Und ihr seht da meinen Goldstand. Ich habe 289.000 Gold. Also ich habe ein paar Glassachen verkauft, die ich hatte. Ich habe ein paar Ebenerzsachen doppelt gehabt. Was habe ich noch alles doppelt gehabt? Ein paar Sachen auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich mir gedacht gehabt, ich switch mal rüber zur mittleren Rüstung. Habe hier noch den Helm. Den ziehe ich jetzt auch wieder an. Wollte nur zu der Begrüßung keinen Helm aufhaben. Ja, und jetzt geht es im Prinzip weiter. Wir können im Prinzip auch gleich mit der Kriegergilden-Mission weitermachen, die übrigens in Vivec ist und nicht in Altruhen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt in meinen Morrowind-Folgen in der Playlist. Gibt es übrigens zwei Stück. Eine von Folge 1 bis Folge 100. Eine von Folge 100 bis Folge 200, sobald die 200 erreicht ist. Aber das wisst ihr ja bereits, wenn ihr schon länger zuschaut. So. Mehr habe ich hier eigentlich nicht. Ich habe sogar das hier den Kram weggenommen. Das hier habe ich gelassen. Hier liegt noch das erste Amulett des sechsten Hauses, was ich mal bekommen habe. Ansonsten habe ich unten einen kleinen Dagot-Urschrein, beziehungsweise einen Nereva-Dagot-Urschrein mir quasi erstellt. Hier sind so die ganzen, also hier ist so eine epische Waffe, diese epische Waffe, wo ich fand, die ist richtig krass. Wenn ich irgendwann mal mit stumpfer Waffe weitermache, werde ich die, glaube ich, auch mitnehmen, weil Damage Health 10 bis 20 Punkte, das heißt, sie macht im Maximalschaden. Wenn sie 20 Punkte auch abzieht, macht sie 32 Schaden jetzt schon, was echt nicht schlecht ist. Und ja, Blindheit 50%, das heißt, er trifft mich nur noch zu 50% auch noch. Und es ignoriert Rüstungspunkte, ne? 20 Punkte jedes Mal, beziehungsweise zieht sie ab von dem Objekt, das ich treffe. Richtig gut. Hier sind so diese ganzen Nerevarine Sachen. Ein paar habe ich natürlich an, unter anderem Azuras Ring. Das Ushilaku-Ding wegen Paralyse widerstehen und ja, Moon und Star, einfach nur so. Und hier haben wir noch Fortify Magicka, jetzt fange ich schon an Englisch zu reden, weil es einfach 20 Punkte Magie festigt als dauerhaften Effekt, was ziemlich praktisch sein kann, da ich ja ein Atronach bin und keine Magie wiederherstelle von mir selbst aus. So viel dazu, hier haben wir den Dagot Cup und die ganzen anderen 6. Haus Amulette. Raveguard mit Keening und Sander und ja, halt wie gesagt, so ein Nerevarine-Schrank und Dagot-Urschrank und die ganzen Zettel, die man bekommen hat im Laufe der Morrowind-Quest-Reihe. Hier noch Flynn, das kennen wir ja alles. Und habe ich hier irgendwas verlegt? Nicht großartig. Ich war in Dagot-Ur, da bin ich hin, habe alles rausgeholt, ich habe alles aus Odrossal rausgeholt und ich habe alles aus Veminal rausgeholt, was übrigens nicht sehr viel war. Also wir hatten im Prinzip schon die Sachen immer geklärt. Ich dachte, es würde vielleicht noch weiter runtergehen. Ging es aber nicht. Hier habe ich noch so ein paar Erinnerungsstücke halt reingepackt. Alles insgesamt dient dem Zwecke, dass das Haus nicht so überfüllt ist und meine Sachen nicht verschwinden. Ich will wirklich nur noch so ganz bestimmte Sachen ausräumen. Und dekorieren. Je nachdem, wie viel geht. Ich werde das nochmal googeln, wie viel man da machen kann. So, gehen wir mal rüber. Hey, ich sehe genauso aus wie du. Ja, natürlich, jeder hat von mir gehört. Ich kann der Dame, unseren Goldzombie kann ich übrigens immer noch keine Alchemie-Sachen verkaufen. Die denkt immer noch, das sind ihre, obwohl ich die von ganz woanders habe. So, hier habe ich auch leergeräumt, wie man sehen kann. Das hier wird jetzt der Tisch für dädrische Waffen. Wobei ich noch ein paar in der Leiche drüben liegen habe. Die will ich aber jetzt nicht gerade verlegen. Wir haben ein dädrisches Daikantana, ein Breitschwert, ein Langschwert. Wir haben den Dings hier, den Club. Wir haben ein Dolch. Hier haben wir Ebenerzsachen. Ne, unter anderem den Stab, unter anderem den Speer.
Hier haben wir noch eine helle Bade, eine Glashellebade, das wird also der Glastisch hier. Das hier wird der Dwemer-Tisch und das hier wird ein Silbertisch und die restlichen Sachen kommen alle in Kisten rein. Hier sind die Bücher, die alle Level abbringen, ne, also so alles ab 100 aufwärts, so nach dem Motto. Die habe ich ja alle noch nicht gelesen. Ich weiß noch nicht genau, was sie bringen, aber werde ich auch noch herausfinden dann. Sobald ich alles irgendwie so auf 95 habe, werde ich mal anfangen, die Bücher hier zu lesen. Weil es gibt insgesamt, glaube ich, es gibt pro, also es gibt für jedes, für Marksman, für Mystic und so weiter, für jeden Stat, den man haben kann, gibt es, glaube ich, 5 Bücher, die Level abbringen. Und ja, das kann man sich dann natürlich geben, ne? So, aber jetzt geht's weiter nach Vivek. Und wir führen die Kriegergilden-Mission fort. Wir wollen ja schließlich Kriegergilden-Meister werden. Und ihr seht, ich kann jetzt im Dunkeln rumlaufen, weil ich jetzt, es ist heller, ne, für euch. Für mich auch, logischerweise. Wegen den Ring von Azura. Night Eye, 20 Points on Self. Dauerhafter Effekt. Ist schon geil. Das macht mir das Let's Play extrem einfach, vereinfacht mir das Let's Play viel mehr, weil ich nicht mehr andauernd bis Tag warten muss. Und das Beste ist, ich kann die ganze Zeit laufen und verliere keine Ausdauer. Weil da auch noch 3 Ausdauer, die Sekunde jedes Mal wieder herstellt. Erst mit den 7 Meilenstiefeln wird es bemerkbar, dass man irgendwie Ausdauer verliert. So. Jetzt aber erstmal nach Vivek. Travel Vivek. Ich kann fast alle bis, sagen wir bis ungefähr 80, kann ich die Leute ohne Gold mittlerweile einfach nur noch überzeugen. Das klappt fast jedes Mal. Weil ich jetzt so einen hohen, hohen Ruf habe. Und die Leute mich natürlich auch bewundern. Ich habe auch schon ausgerechnet. Ich habe so viel gemacht, ne? Jetzt so offscreen alles. Ich habe ausgerechnet für mich selber. Ich kann noch insgesamt, was habe ich? 58 Level kann ich noch steigen. Kann also Level 78 werden hier. Und ich krieg alles easy going auf 100. Sogar Luck logischerweise, weil wenn ich, das dauert ja nur noch 31 Level und ich kann 52 machen oder 58 oder so. Ist easy going erreichbar. Luck Level 100 und alles andere auch auf Level 100, weil wir so da so schon alles mindestens 50 haben. Ist also geil. Alles ist geregelt. So. Na. No. Wo war der Kriegergind? Ich glaube, der war sogar im Fremdenviertel oben. Gab's, glaube ich, den Marktplatz, an dem auch die Kriegergilde war. Halt, habe ich mittlerweile schon die Schuhe? Nee, habe ich noch nicht. Wir wollen natürlich unsere Schuhe hier drin haben. Ach, ihr seht, ich habe mich auch mittlerweile wieder zum Questen ausgerüstet. Ne, ich habe mal jetzt einfach mal den, ihr wisst, was ich meine. Hier die Armbrust habe ich mitgenommen. 10 Steinblüten, ne, wegen den anderen Viechern, wegen den Knochenläufern. Damit man immer vorbereitet ist. Na, Ordinator, wie geht's dir? Wir können auch noch Tempel machen, aber ich glaube, ich mache erstmal jetzt, also jetzt auf jeden Fall erstmal die Kriegergilde. Und danach, ja, keine Ahnung, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr ganz gerne als nächstes sehen wollt. Foreign Quarters. Smith, Magiergilde, Kriegergilde. Oder Fighters Guild in dieser Konstellation. Und dann wollen wir mal wieder den Lombol Gru Aklak oder wie der hieß, ich habe keine Ahnung. Ja, und ich mach's mir natürlich, ich bin nämlich komplett nackt, ne? Das muss man dazu sagen, als ich die Odrosan und so weiter ausgeräumt habe. Es gibt übrigens einen Respawn, allerdings nur von diesen Aschgulen und so weiter, also keine Named NPCs logischerweise. Ich bin da komplett nackt rein. Ich bin da wirklich nur mit den 7 Meilenstiefeln und diesen Bogen rein, mit denen ich den dädrischen Bogen beschwören konnte. Und ich habe alles gelegt. Also das war unglaublich. So, mein Freund. So, Lor Bumol Gro Aklak ist sein Name. You're here for orders or advancement defender? Or was there something else you wanted? Orders. I have a bounty contract worth 500 gold for Adria. Bla bla bla. She's at one of the census and excise buildings in Sedanin. There might be some guard around, so watch out. Okay, also nach Sedanin. Für die Kriegergilde. Da soll jemand umgebracht werden, warum auch immer. Vielleicht kriegen wir es wieder hin, dass wir die einfach nur wegschicken, des Landes verweisen, dass wir sie nicht töten müssen.
Weil wir sind ja Nereva Reborn und wollen ganz gerne dem Tod möglichst aus dem Weg gehen. Wir sind ja ein sehr friedlicher Herr. Und vermeiden Gewalt. Zumindest in meinem persönlichen RP, Leute. Zumindest in meinem persönlichen RP. So. Oh. Ab nach Sedanin. Und der Cornberry ist nachgewachsen. Corn. Cornberry. Ohne R. Nicht Cornberry. Cornberry. Komm her, Berry. Persuasion. Admire. So, bis 80 habe ich ja gesagt. Bis dahin geht's ungefähr. Ohne Probleme. Und ab dahin ist es besser mit Gold. Admire. Hauptsache, das klappt. Und ab dahin ist es besser mit Gold. Okay, Admire. Okay, goodbye. Kurz mal speichern. Bislang habe ich noch kein Gold ausgegeben. Wollen wir mal gucken? Oh. Persuasion. Ja, das ist es doch schon fast. Persuasion. Ich habe so viel Gold, das kann mir eigentlich so egal sein, ne? Ich habe jetzt so instinktiv auf Travel schon geklickt, weil ich dachte, mit 100 Gold, das wäre überhaupt kein Problem. So, das schnell speichern wir mal. Der ist ja ein bisschen greedy hier, der Kerl. Wir gehen mal wieder raus. Travel. Und wir wollen nach Sedanin. Mit so viel Gold, da kann ich auch mal mit 100 Gold bestechen, wenn ich Bock drauf habe. Du hier zum Beispiel. Erstmal admiren, weil das die Redegewandtheit besser levelt als Gold. Ich steck dem mal die 100 dazu. Einfach nur so. Ich hab euch so gerne, ihr. Ich werde euch so oft benutzen in meinem Leben. Das wird sich dann bezahlt machen. So, in Sensus Haus ist irgendwo die kleine Maus, der wir den Gar aus machen sollen. Ah ja. So, und wir suchen nach, nicht nach dir, nicht nach dir, nicht nach dir. Ach, wahrscheinlich im Dings hier, diesen... Ich habe letztens noch den Dings dafür rausgesucht. Hey, warte mal. Paper, Ach ja, ich weiß noch. Stimmt, ich habe ja nicht alles mitgenommen. Nicht... was? Das ist Ewigkeiten her, dass ich dir meine Papiere gegeben habe. So, das Warenhaus. Bestimmt ist das die Dame hier oben. Ich nehme auf, ne? Beim letzten Mal, als ich Kriegergehen-Mission gemacht habe, ist die Schwarzbit-Folge entstanden. Bist du das? Andraria Vandasia. Andraria Vandasia. Okay, du bist das. Wir schnell speichern. Und hier ist keine Wache gerade aktuell. Was mich wundert, weil für gewöhnlich ist ja eine. Excuse me? Sierra? But where are you in the Riverine, a big hero? Bla bla. Den Satz hatten wir schon von der guten alten Dame des. Habe ich das gemacht? Doch, das war in der letzten Folge drin. Ich dachte gerade, das wäre die Folge, die ich gelöscht habe. Oh, komm schon. Du magst mich doch so sehr. Morakton, My Trade, Nerevarin, Someone in Particular. Der kann ich das nicht sagen, dass ich sie töten soll. Nochmal. Set here the bounty contract for Adria and Sedanin. Adraria. Ja, okay. Dann tut's mir leid. Aber da musst du wohl sterben. Ist nicht deine Schuld, ist nicht meine Schuld. Ach komm, ich versuch's nochmal mit dir zu reden. Little Secret. Someone attacks you first, you have the right to defend yourself. If someone doesn't attack you first, you're going to break the law if you're attacking him. The background. Agent of Taxman of the Census and Office, bla bla. Latest rumors.
Dead Bins in Trouble up in Fort Frost, Frostmoth, never heard of it. It's on an island called Solzheim, north of Wadenfell. Das ist quasi die Storyline zu Blood Moon, wie ihr ja wahrscheinlich wisst. Aber wir machen als nächstes Tribunal, nachdem wir hier mit Kriegergilde durch sind, oder vielleicht noch was anderes danach. Okay, ich glaube, die gute Dame. Oh. That's the frozen island up to the north, right? Sounds awful to me. If you're looking to get there, you might check for transportation in Kul. Das weiß ich. Nerevarin. The devil is dead. Ah, die kann mich aber trainieren. Sogar im Schleichen. Oh mein Gott. Bis wohin ist nur die Frage. Ja, toll. Eine Schleichentrainerin. Eine leichte Rüstungstrainerin. Eine Wortgewandtheitstrainerin. Will ich eigentlich nicht töten, aber ich kann Bock drauf. Ganz ehrlich, Leute. Mist. Mist, Mist, Mist. Strange. Ah. Ich glaube, ich lasse sie am Leben. Werd die Kriegergilde nicht abbrechen, sondern woanders weitermachen. Ich glaube, man kann trotzdem weiterkommen. Ich hoffe es zumindest. Werd dann mal stattdessen zum Beispiel nach. Komm, nehmen wir mal den Helm ab, damit ich persönlicher mit euch reden kann. Natürlich im perfekten Augenblick den Screenshot geschossen, ne? Macht gerade die Augen zu, wieder auf. So. Ich glaube, ich werde einfach beim nächsten Mal gucken, dass ich woanders die Mission machen kann. Vielleicht werde ich nochmal nachlesen, ob man sie irgendwie verschonen kann. Weil mir das doch gar besser gefallen würde, wenn ich sie nicht töten müsste. Weil Schleichen, leichte Rüstung und Wortgewandtheit sind drei Stats, die man gerne mal trainieren möchte. Vor allem, weil eins davon einer meiner Hauptfähigkeiten ist, einer meiner Hauptattribute, die sehr schwer sind zu trainieren. Sneak. Wortgewandtheit, Speechcraft ist sogar auch mit dabei. Das heißt, mit beiden könnte ich sogar auch upleveln, wenn ich es möchte. Deswegen lasse ich sie erstmal am Leben. Das ist mir doch ein bisschen wichtiger. Vor allem weiß ich nicht, ob sie vielleicht die Meisterin ist. Eine Meisterin kann 1 bis 100 trainieren. Und davon gibt es immer nur eine Morrowind. Pro Fähigkeit. Und ja, das möchte ich dann doch lieber aufsparen für mich. Na gut. Aber trotzdem sage ich dann an dieser Stelle erstmal danke fürs freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu langweilig für euch. Ich glaube, ich habe aber gut gelabert die ganze Zeit. Und würde mal sagen, ja, nichts weiteres als haut rein und tschüss. Und vergesst nicht, bei den sozialen Netzwerken vorbeizuschauen, die alle unten in der Beschreibung verlinkt sind. Und hinterlasst doch mal einen Kommentar, was vielleicht nach der Kriegergilde kommen sollte oder was vielleicht sogar als nächstes kommen sollte, was ich als nächstes machen soll. Gut, haut rein, bis dann und nichts weiteres als...